Hallo liebe Schüler, heute geht es um geraden Büschel. Ja, das ist ganz wichtig, dass wir davor Parallelenschlag gemacht haben, weil eine gewisse Ähnlichkeit ist vorhanden. Denn auch hier handelt es sich um ganz viele Geraden, nur die haben jetzt nicht die gemeinsame Eigenschaft, dass sie parallel sind, sondern die gehen alle durch einen Punkt, nämlich hier den Punkt A. Das ist ihre gemeinsame Eigenschaft. Und dieser Punkt A, 3, 2, den nennt man deswegen auch den Büschelpunkt. Also, es ist ein geraden Büschel, heißt einfach, ja, ganz viele, unendlich viele nämlich. Und es sind alle die Geraden, die durch den Punkt A gehen in dem Fall. Das ist jetzt ein Beispiel für 3, 2, aber man kann natürlich auch irgendeinen anderen Punkt setzen, wo alle durchgehen. Ja, und wie das Ganze funktioniert, dass ich da unten auf diese Geradengleichung komme, für eben diese geraden Büschel, das werde ich euch jetzt erklären. Also, wir haben den Büschelpunkt A und um irgendwas zu bestimmen, haben wir ja große Schwierigkeiten, denn das T ist völlig unterschiedlich, das M ist völlig unterschiedlich und die zweiten Punkte sind auch völlig unterschiedlich. Was ich machen könnte, das ist jetzt zwar schwierig selber drauf zu kommen, aber ihr müsst es nachvollziehen, man könnte doch die Steigung bestimmen. Aber ihr werdet sagen, natürlich die Steigung, wenn man jetzt hier von der Geraden, wo gerade meine Maus ist, bestimme, nehme ich einfach den Punkt 5, 3. Problem nur, von dem Punkt, der Punkt 5, 3 ist nicht auf dieser Geraden und ist auch nicht auf dieser Geraden hier. Das heißt, ich nehme meinen zweiten Punkt von der Steigung einfach xy. Ich nenne die Variable. Und jetzt lege ich einfach los. Ich stelle die Steigung trotzdem auf, lasse aber die Punkte so stehen. Und ihr wisst ja noch, die Steigung stellt sich auf mit yb minus ya durch xb minus xa. Also y minus 2 und x minus, also hier haben wir es, x minus 3. Das heißt, die lasse ich jetzt einfach drin stehen. Und dann wissen wir doch aus der 7. Klasse noch diesen sogenannten Tricky Trick. Man muss über Kreuz multiplizieren. Aus m macht man m Eintel. Dann macht man links oben mit rechts unten m mal x minus 3 und links unten also 1 mal y minus 2. Einmal y minus 2 bleibt quasi stehen. Und das muss ich natürlich noch in Klammern setzen, weil ja ganzes links oben mit ganzem rechts unten multipliziert wird. So löst man quasi eine Bruchgleichung auf. So, und jetzt kann ich ausmultiplizieren und den Zweier rüberbringen, denn ich will ja irgendwie auf diese Form kommen. Y ist gleich irgendwas. Und da sind wir jetzt schon fast knapp davor. Wir bringen einfach nur noch den Zweier rüber und jetzt haben wir tatsächlich schon so etwas, was hier unten dran steht, nämlich eine Geradengleichung, die unabhängig ist von einem Achsenabschnitt, wo einfach nur das m vorkommt und wo exakt meine beiden Punkte, meine Koordinaten vom Punkt A, von diesem sogenannten Büschelpunkt, vorkommen. Man könnte das Ganze jetzt noch ausmultiplizieren, m mal x und minus 3m, aber das führt in dem Augenblick nicht sehr weit. Das könnte bei bestimmten Aufgabentypen notwendig sein, aber aktuell lassen wir das mal weg. Was hier unten dran steht, ist nichts anderes als die Punktsteigungsform. Der Name ist eher zweitrangig. Was steckt dahinter? Wir haben quasi eine Steigung und dann kann man den Punkt, wo quasi die Gerade drauf liegt, den kann man hier benennen mit xa und ya. Das heißt, wenn zum Beispiel jetzt eine Steigung gegeben ist und ein Punkt, können wir das hier und hier einsetzen. Wir brauchen quasi kein t und können das Ganze ausmultiplizieren. Was dahinter steckt, sind Geradenbüschel, die quasi auch unabhängig sind von der Steigung, wo man einfach dann nur hier den Büschelpunkt einsetzt. Was haben wir also heute gelernt? Wir haben eine andere Darstellungsweise kennengelernt, wie man eine Geradengleichung darstellen kann. Wenn ich einen Punkt weiß, dann kann ich alle quasi Geraden darstellen, die durch diesen Punkt gehen. Das sind unendlich viele, aber damit habe ich schon mal ein bisschen eine Annäherung. Diese Punktsteigungsform ist quasi nichts anderes als eine andere Darstellungsweise einer Geraden oder eines Graphen. Und was wir bisher kennt haben, war die Normalform. Y ist gleich mx plus t. Jetzt haben wir eine neue kennengelernt. Darin steckt der Punkt, der gegeben ist, ein m. Und theoretisch können wir dann die Klammern auch wieder auflösen, so wie man es vorher gesehen hat. Das gibt uns neue Möglichkeiten. Zu merken ist, wir haben eine neue Form, eine neue Formel, wo ein m vorkommt, wo ganz normales x und y vorkommt, aber ein x0 und ein y0. Und die x0 und y0 stehen quasi für den Büschelpunkt. Aufpassen, in der Klammer steht ein Minus. Wenn ich also wenn mein x0 vom Büschelpunkt also minus 2 ist, wird in der Klammer ein x plus 2. Das einfach mal ganz genau anschauen. Das war's, bitte üben, abschreiben und bis zur nächsten Stunde. Tschüss!